Bei AFM auf der IFA 2014 dreht sich wieder alles um dein, um euer Heimnetz. Und dafür haben wir all unsere Produkte für die Heimvernetzung mitgebracht. In diesem Video wollen wir euch die Neuigkeiten vorstellen. Und das Heimnetz beginnt natürlich mit einer Fritzbox. Und da kommen wir auch schon zur ersten Neuigkeit. Die Fritzbox 3490, die neue Heimnetzzentrale für den performanceorientierten WLAN-Nutzer. Und die gucken wir uns auch gleich mal genauer an. Alles für das schnellste WLAN, das bietet die Fritzbox 3490. Es dreht sich alles um Geschwindigkeit und das beginnt bereits beim DSL-Anschluss, ADSL und VDSL-Unterstützung und von Hause aus auch VDSL-Vectoring bis zu 100 Megabit Download mit dabei. Die 4 Gigabit LAN-Anschlüsse, zwei USB 3.0-Anschlüsse für Drucker oder Netzwerkspeicher und die inneren Werte. Der neue WLAN-AC-Standard für bis zu 1300 Megabit. Damit vervollständigen wir unsere Gigabit-Serie zu 7490, zu 6490. Jetzt auch der WLAN-Router für Gigabit-Geschwindigkeit. Die inneren Werte können auch überzeugen. Unsere leistungsfähigste Plattform für anspruchsvolle Anwendungen wie Gaming oder auch Fernsehen, IPTV. Das alles kann man mit der 3490 wunderbar nutzen. Mit WLAN-AC bietet die 3490 Gigabit-Geschwindigkeit im WLAN. Und wenn es jetzt darum geht, eine höhere Reichweite zu erzielen, dann haben wir passend dazu den Fritz WLAN-Repeater 1750E. Der neue WLAN-Repeater funkt auf 2,4 und 5 GHz gleichzeitig, ist also abwärtskompatibel, auch zu älteren WLAN-Geräten, aber bietet auf 5 GHz eben diesen neuen WLAN-Standard. Und ganz besonders interessant dabei, dass er auch ein Crossband-Repeating unterstützt. Das heißt, er nutzt automatisch intelligent beide Frequenzbänder für noch mehr Bandbreite im Heimnetz. Und wie man das von den Repeatern kennt, unten ein Gigabit LAN-Anschluss mit dran, sodass auch ein nicht WLAN-fähiges Gerät dort angeschlossen werden kann und über Gigabit-Geschwindigkeit mit WLAN-AC im Netzwerk verbunden ist. Gigabit-Geschwindigkeit ist heute aber nicht mehr nur mit LAN und WLAN möglich, sondern auch mit der neuen Powerline-Generation über die Stromleitung. Das zeigen wir mit dem neuen Fritz Powerline 1000E, der mit bis zu 1200 Megabit über die Stromleitung Daten überträgt. Unten ausgestattet ebenfalls mit einem Gigabit-LAN-Anschluss und damit eine sehr schöne Lösung für stationäre Geräte zum Beispiel, also Fernseher oder auch ein PC, den man eben nicht bewegt. Oder auch dann eine gute Alternative, wenn WLAN aus baulichen Bedingungen eben doch nicht die optimale Lösung ist, hier zusätzlich mit Powerline arbeiten zu können. Zu einer Fritzbox gehört natürlich auch das passende Betriebssystem FritzOS. Da zeigen wir hier die neue Version 6.20, für die Fritzbox 7490 bereits verfügbar, für andere Modelle schon als Vorgucker im Labor und für weitere dann demnächst auch als Download verfügbar. Insgesamt über 99 neue Funktionen. Wir gucken uns hier mal ein Highlight an, das ist die neue Übersicht für mehr Transparenz und Sicherheit, wo ihr nämlich sehr schnell auf einen Blick sehen könnt, was passiert eigentlich in eurer Box und wo müsst ihr vielleicht doch mal aktiv werden. Das können wir uns hier mal anschauen. Die Sicherheitsübersicht, das beginnt beim Internetzugang, ob er aufgebaut ist und wie, über eventuelle Portweiterleitungen, WLAN, Telefonie bis hin zu den Fritz-Benutzern und auch den Netzwerkspeicher. Ich habe überall die Möglichkeit, über Bearbeiten direkt in die Einstellungen reinzugehen. Und hier wäre ich zum Beispiel hingewiesen von der Fritzbox, oh, da habe ich vergessen, ein Kennwort zu setzen, da sollte ich nochmal aktiv werden. Und so habt ihr so die Möglichkeit, um mal sehr schnell auf einen Blick zu gucken, ob eure Box wirklich optimal für Sicherheit konfiguriert hat oder ob ihr vielleicht nochmal irgendwo aktiv werden solltet. Damit ihr in Zukunft kein FritzOS-Update mehr verpasst, habt ihr jetzt auch die Möglichkeit einzustellen, ob ihr ein Auto-Update fahren wollt bei wichtigen Updates oder euch zum Beispiel ein Update informieren lasst. Das würde dann auch über die MyFritz-App funktionieren und damit sind wir beim nächsten großen Thema, unsere Fritz-Apps. Auch da gibt es viele Neuigkeiten. Wir haben die MyFritz-App überarbeitet. Ihr habt jetzt zum Beispiel die Möglichkeit, dass ihr Fotos, die ihr mit dem Smartphone macht, automatisch auf euer Fritz-NAS hochladen lasst, sodass dann die Daheimgebliebenen mit der völlig neu geschalteten Fritz-App-Media zum Beispiel diese Fotos einfach auf dem Fernseher gucken können. Auch bei der Fritz-App WLAN gibt es Neuigkeiten. Wir haben NFC-Unterstützung. Wenn mal Besuch kommt, könnt ihr ganz einfach die Handys aneinander halten und somit den WLAN-Gastzugang eurem Gast aufs Handy beamen. Alle Apps, wie immer, kostenlos im Play Store bzw. App Store verfügbar und demnächst dann auch in neuer Version. Dazu kommt dann noch eine ganz neue App und damit sind wir dann beim Highlight-Thema unserer IFA 2014 beim DVB-C-Repeater und auch den wollen wir uns jetzt nochmal genauer angucken. Moderne Smart-TVs bieten hier heute die Möglichkeit, Internet-Daten-Apps auf den Fernseher zu bringen. Mit den Fritz WLAN-Repeater DVB-C bieten wir eine andere Möglichkeit, nämlich Kabelfernsehen auf Datengeräte, Smartphone, Tablet, PC zu bringen und das ganz kabellos über WLAN. Der Fritz WLAN-Repeater DVB-C ist erstmal ein WLAN-Repeater wie der 1750E für WLAN-AC, hat aber unten neben den Gigabit-LAN-Anschluss
noch einen Kabelfernseheingang. Wer also Kabel-TV empfängt, der braucht einfach nur das Kabel in den Repeater zu stecken. Der Repeater macht dann automatisch einen Sendersuchlauf und über die Oberfläche sehe ich dann die Sender und man sieht das hier sehr schön. Nebenan läuft der VLC Media Player. Ich muss jetzt hier einfach nur meinen Sender auswählen, zum Beispiel ZDF, klicke da drauf und schon fängt im VLC Media Player ZDF an. Das wäre die Lösung für Notebook oder PC. Für Tablet haben wir dann natürlich die passende App, eben angesprochen Fritz App TV. Das sieht folgendermaßen aus. Da starte ich einfach die App. Wir kriegen genau die Senderliste angezeigt, die auch in der Oberfläche des Repeaters angezeigt wird. Und da kann ich einfach durchscrollen und wähle dann auch entsprechend einen Sender aus, den ich gerne gucken möchte. Tippe darauf und dann geht es auch schon los. Das Ganze mit Programminformationen, die kann ich mir auch anzeigen lassen, indem ich hier einfach nach oben klicke. Und wenn Fernsehen erstmal läuft, einfach per Wischgeste kann ich hier die Kanäle wechseln. Bis zu zwei Sender gleichzeitig können gestreamt werden, bis zu sechs Geräte können darauf zugreifen und so kann man wunderbar Fernsehen einfach mal da gucken, wo man vielleicht möchte und nicht unbedingt da, wo der Fernseher steht. Oder man kann auch mal ein anderes Programm gucken, wenn der Fernseher gerade anderweitig belegt ist. Mit Fritz wird dein, wird euer Heimnetz in Zukunft also noch schneller und noch bunter. Und das Schöne ist, die Zukunft, die ist gar nicht mehr so weit weg, denn alle eben vorgestellten Produkte sind direkt nach der IFA verfügbar oder sogar schon im Handel. Wir wünschen euch viel Spaß damit und sagen, macht's gut, bis zum nächsten Mal.